Herzlich willkommen im Medien- und Innovationszentrum Babelsberg. Mein Name ist Carlo und ich begleite für euch das diesjährige MIZ-Format-Festival. Heute der Roundtable. Beim MIZ-Format-Festival suchen wir crossmediale, innovative, journalistische, tolle, neue, mutige, richtig geile Formatkonzepte. Und heute beim Roundtable werden aus allen Bewerbungen die allerbesten von einer hochkarätigen Jury ausgewählt. Und wie das so abläuft, das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Übrigens, im November wird der Gewinner dann neben ganz viel Vitamin B und tollen Kontakten auch noch 5000 Euro gewinnen. Großartig! Und wie geht das jetzt hier auf? Heute ist ein ganz spannender Tag, heute ist der Roundtable und wir haben aus 50 sehr interessanten Einreichungen heute die 15 vielversprechendsten eingeladen ins MIZ. Und die Jury tagt gerade da hinten und wird heute Abend eine Entscheidung treffen, weil dann 5 Projekte weiterkommen. Was war denn im Prozess so die spannendste Phase für dich? Also auf jeden Fall war es sehr spannend zu sehen, wie viele Einreichungen haben wir, wie sind die Inhalte, wo liegt der journalistische Mehrwert. Juroskop Korea, Timeline Anderlust, der Laufbursche. Oh, das mag ich. Hier, let's talk about love. Das ist mein Thema, ja? Eigentlich kann ich da gleich mit pitchen. Wie geht's dir so kurz vor dem Pitch? Naja, jetzt kommt die Angst. Die Angst vor den vielen Leuten, die da drin hocken. 11 sind's, glaube ich. Ja. Und ich glaube, die überwiegt gerade. Also ich hoffe, dass dann der Inhalt auch noch kommt, den ich mir so überlegt habe. Da kommt das erste Team, was eben drin war. Anderlust, wie war's? Anderlust ist ja selber super. Jetzt müssen wir sehen, was die Jury dazu denkt. Bin super gespannt. Hätte gerne noch 5 Minuten mehr Fragen gehabt. Okay. Und glaubt ihr, das war jetzt ein Vorteil oder vielleicht ein Nachteil, als Erste dran zu kommen? Ich meine, die Jury ist noch frisch natürlich, wenn man als Erste dran ist. Aber ich glaube, die müssen auch erstmal ankommen. Ich weiß es nicht so genau. Das ist eine Frage, die ich mir auch immer stelle. Wir sind jetzt hier in dem Raum, wo alles stattfindet, in dem Raum, wo die Pitches gehalten werden. Herr Müller-Schmidt, haben Sie schon vielleicht etwas gefunden für D-Radio Wissen? Ja, kann ich euch sagen, sind ein paar ganz interessante Sachen dabei und ist wie jedes Jahr spannend und das muss sich auch so ein bisschen setzen. Also jetzt noch sehr frisch, aber macht Spaß. Also was ich sehr, sehr interessant finde, dass sehr viele sehr stark in die Richtung mitgedacht wird, was man technisch anders machen kann und dort innovativ sein kann. Ja, nicht nur die Jury muss ich jetzt erstmal stärken, auch ich kriege meinen Mund kaum voll von richtig guten Projekten. Ja, das war's vom ersten Teil hier beim Roundtable Pitch und im zweiten Teil geht's sportlich weiter mit Interviews und die große Entscheidung steht natürlich auch noch aus.